Hallo? Ja, ich glaube, ich bin live. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke es mal. Also, ich habe null Zuschauer, das muss ich jetzt schnell ändern. Und dann fangen wir hier an. Ich hoffe, man kann mich hören. Also, wenn man mich nicht hören kann, dann müssen mir die null Zuschauer Bescheid sagen, ja? Okay, wir fangen jetzt an. Eintracht Frankfurt hat gespielt vor nicht allzu langer Zeit gegen Bayern München, ja? Und darüber werden wir jetzt reden. Ich hoffe, ein Mensch kommt dazu, dann kann ich auch anfangen. Ja, ich habe meine Würde und meine Hürde liegt tief. Wie ihr merkt, einen Zuschauer brauche ich nur. Ja. Ja, wir machen das Video relativ kurz. Wir reden über das Eintracht-Spiel gegen Bayern München. Und dann machen wir einen kurzen Break, damit ich das auf YouTube später laden kann und die Leute das irgendwann gucken können. Und dann reden wir über Tipico. Verdammte Scheiße, ihr habt richtig gehört, über Tipico Geld verdienen. Ja. Denn mein Tipico-Spieltag war interessant, er war sehr interessant, aber darüber werden wir reden, ja. Also, wo sind die Zuschauer? Hallo, was ich habe hier so, was ist das? Moment. Benachrichtigung. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was ist. Ich habe zwei Zuschauer. Wer sind die Zuschauer? Okay. Also, Zuschauer, schreibt jetzt sofort, wer ihr seid. Und dann geht's los. Wenn ihr von YouTube seid, dann lasst es mich wissen, wer ihr seid. Und schreibt es mir hier rein, ja? So, oh, einer schreibt, Verbindung zum Chat. Ich bin sehr gespannt, wer der Erste ist, mit dem ich hier jemals chatte. Außer JJ gestern und erzählt nicht. Okay, also. Wollen wir anfangen? Ich will wissen. Einer schreibt doch, da steht Verbindung zum Chat. Was heißt das? Was heißt das? Ich bin neu hier bei Twitch. Es ist alles so. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Willkommen im Chat. Aber wer? Verdammt. Okay, egal. Also, wir fangen einfach mal an jetzt. Wer seid ihr, dass ich auf euch warte? Verdammte Scheiße. Also. Habt ihr gesehen? Vorhin hat gespielt Eintracht Frankfurt bei Bayern München. Ich habe gesagt, das Spiel geht 1 zu 1 aus. Es war ganz klar. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht auf YouTube. Ja, Bernhard TV YouTube und guckt euch das Video an. Ich habe gesagt, ganz klares 1-1. Das Spiel ist mal wieder so ausgegangen, wie ich gesagt habe. Es ist, Mann, Mann, Mann. Nach so einem Spiel denkt man sich nur, verdammt. Verdammt, drei Punkte wären so schön gewesen. Ihr denkt euch, warum? Was labert der jetzt? Ich erkläre euch immer, was ich laber hier. Also, zuallererst hat mich die Aufstellung sehr überrascht. Ja? Ich war sehr froh, dass ich. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Da ist die Kamera, hier ist mein Mikrofon. Ich gucke mal mein Mikrofon an. Ja, ich weiß nicht, was ich mache. So, ich war sehr überrascht von der Aufstellung. Aber nichtsdestotrotz hat es mich sehr gefreut, dass auf der linken Seite Christopher Lenz nicht gespielt hat. Sorry, nichts gegen ihn. Ja, aber. Ich sag euch, wie es ist. Ja, hast du eine tote offensive Seite und das gefällt mir nicht. Ja, wir haben gespielt mit Trapp im Tor, Tuta und Ndicka und in der Zentrale angeführt von Hasebe. Ja, Hasebe spielt gegen die Bayern in der Startelf. Wahnsinn. Ich habe tausendmal Nachrichten willkommen im Chat. Was heißt das jetzt? Ist hier jemand im Chat oder was ist jetzt hier los? Ich habe keine Ahnung, mein Chat. Was ist mein Chat? So, also, ich bin total überfordert. Ich bin live. Hervorragend. Da steht live. Twitch sagt mir hervorragend. Ach nein. Das ist meine Verbindung. Ich dachte, Twitch macht mir ein Kompliment. Hervorragend, ja? So. Nichtsdestotrotz. Ja. Hasebe hat gespielt gegen die Bayern. Ho, die Ruhe eines Hasebes. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht nichts gegen Smolcic, aber vielleicht lag es ja bei ihm. Ich muss mal jetzt einfach. Das ist nervig. Ich muss testen. Hallo. Ich mache jetzt mal ein Hallo in den Chat. Nein, Chat funktioniert. Warum schreibt mir keiner? Verdammte Scheiße, ja. Schreibt jetzt hier rein, so, ja. Also, und, ja, vielleicht lag es ja an Smolcic. Das weiß man nicht, ja. Ich meine, er hat es ganz ordentlich gemacht, die ersten zwei Spiele. Aber, wer weiß, vielleicht hat Hasebe das gewisse Etwas, was uns das besser gemacht hätte, ja. In der Zentrale, Kamada auf der Bank. Rode hat angefangen gegen die Bayern. Warum nicht? Warum nicht? Der Captain mit seinem Einsatz im Mittelfeld, das hat mich auch, also. Das war schon gar nicht mal so ein verkehrter Move, denn die Ordnung, dieser Zug ins Spiel, dieser Zugriff im Mittelfeld, der hat gefehlt die letzten Spiele. Das war ein bisschen zu Larifari und Rode ist eigentlich genau der richtige Mann im Spiel. Links mit Knauf, rechts mit Buta. Okay. Dann haben wir vorne gehabt, ja, Lindström, Götze und. Moani, ich habe gerade überlegt, habe ich aber vergessen. Nein. So haben wir gespielt gegen die Bayern. Die Bayern auch von Verletzungssorgen geplagt, aber nichtsdestotrotz, liebe Leute, man darf nicht vergessen. Was habe ich vom Spiel gesagt? Was habe ich vom Spiel gesagt? Ich habe gesagt vom Spiel, ich wünsche mir nur einmal ein faires Duell gegen dieses
Bayern München. Ja, was ist das? Ich meine, jeder, also wir haben ja hier bei YouTube, irgendjemand hat, war Bayern-Fan, ja. Gut, das ist gute Besserung. das kann einem nur leid tun, ja. Der Person muss man helfen, zu der muss man nett sein, ja. So, aber einmal möchte man doch so ein faires Duell haben. Und was passiert? Erstmal De Licht, ja. Am ersten Tag erschuf Gott De Licht. War das nicht so Licht und Schatten? Am ersten Tag erschuf er De Licht, ja. Und fault der Rode. Ganz klare Torchance vereitelt da im Mittelkreis. Ja, das wäre ein Tor geworden. Meiner Meinung nach wäre es rot. Gut, aber da habe ich mich noch nicht so sehr aufgeregt wie kurz danach. Ey, sorry. Wirklich sorry, ja. Also, wir reden hier von Chancengleichheit und Gleichberechtigung, ja. Verdammte Scheiße. Ich will nur einmal ein Spiel haben gegen diese Kackmannschaft, wo einfach mal alles normal und fair läuft. Aber nein, was passiert? Kolo Muani rennt aufs Bayern-Tor zu, dieser Sommer, ja. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat mit Randall Kolo Muani, ja. Rennt raus aus dem 16er, nietet ihn um. Und irgendein Trottel im Fernsehen sagt tatsächlich, er hätte den Ball gespielt, ja. Also, er hat vielleicht irgendwann mal in dieser Aktion, indem er zwei Beine gebrochen hat fast, den Ball berührt, aber das war bestimmt war das kein, einfach, er hat den Ball gespielt, ja. Und dann, ja, man könnte rot geben, man kann rot geben, ja. Wenn man es kann, warum tut man es nicht, verdammte Scheiße, ja. Der Torwart rennt 40 Meter aus dem Tor raus und nietet den Stürmer und wie nichts Zweites, ja. Aber man kann ja rot geben, ja. Das gefällt mir nicht, ja. Da kann man sich doch schon an den Kopf fassen und sagen, was soll das? Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ein Torwart so rausgerannt ist, den Spieler umnietet, aber vom Feinsten, dass der Arme, ich habe geweint um den armen Randall, ja, oder Rondal, für mich ist Randall, ja, und es ist auch nicht Kolo Muani, ja, ich weiß, wenn man ihn so ausspricht, in Frankreich ist es schön, ja, es ist sein Name, schön, aber in Deutschland ist es, also, hier ist es Muani, ja, Muani, das ist, die Muani mache ich mir nicht, ihn so auszusprechen, ja, so, auf jeden Fall, Rondal, Randall, Kolo Muani, verdammt, jetzt habe ich diesen Namen drin, ja, liegt am Boden, ich habe geweint um ihn, ja, er hat mir so leid getan, liegt, krümmt sich da kaputt und so, und er gibt Gelb, sorry, ja, aber das ist typisch, so ein typisches Eintracht-Spiel gegen Bayern, wo du dir denkst, Mann, in jedem anderen Scheißspiel wäre das eigentlich eine rote Karte, ja, für den Gegner, es ist unglaublich, ja, so, nichtsdestotrotz, dann gibt es nur Gelb, ja, Bayern schon mal super im Glück, dann geht das Spiel so weiter. Man muss auch wirklich sagen, Eintracht Frankfurt, ich war am Anfang ein wenig enttäuscht. Warum stehen bei mir hier so tausendmal Willkommen im Chat, aber keiner schreibt? Kann mir das jemand erklären? Okay, ich habe jetzt nur zwei Zuschauer, das stört. Ich habe neun Follower. Victor 1907 ist in dieser Minute mein Follower geworden. Hey, Victor, ja, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Sehr, sehr erfreut, Victor, ja. Sind Sie der Victor, Victor SGE, oder wie hießen Sie bei Bernhard TV Bundesliga Tippspiel? Sind Sie das, ja? Schreiben Sie jetzt bitte in den Chat. Und, oder schreibt mir hier jemand immer in den Chat und ich sehe es nicht, weil ihr müsst wissen, ich bin ein bisschen zurückgeblieben, was dieses Ding hier ist, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Werkzeuge, Fenster, ist egal. Wir reden jetzt einfach weiter über Eintracht Frankfurt, ja. Ach, ich bin auch immer auf YouTube am Start. Victor, das sind Sie, also der Chat funktioniert wunderbar. Das ist sehr erfreut, Victor. Schreiben Sie nicht so viel auf einmal. nein, Spaß. Also wir reden kurz über Eintracht und dann machen wir hier ein Break und dann machen wir Tipico. Falls Sie Interesse daran haben, seien Sie gerne mein Gast. Und falls Sie Fragen haben oder was zu Eintracht dazu, Ihren Senf hier dazugeben möchten, dann bin ich gerne Ihre Rindswurst und schmieren Sie Ihren Senf drauf. Ja? Schreiben Sie und dann werden wir das hier abhandeln, Ihre Fragen. Ja? So. Jedenfalls, wäre eine ganz klare rote Karte gewesen wie dieser Sommer, den Kolo Muani, der zerstört hat. Ja, verdammte Scheiße. Dann geht das Spiel so weiter. Man muss auch sagen, Eintracht Frankfurt, Mann, was war das denn? Habe ich denn nicht vom Spiel gesagt, dieses Bayern ist nicht gut? Dieses Bayern,
das ist keine Mannschaft, dieses Bayern, das ist so, auch wenn die vieles geändert haben heute, ja, und sich ein bisschen konzentriert haben, weil die so oft, weil die einfach schon so viele Punkte liegen lassen haben. Man darf ja nicht vergessen, Bayern hat aus den letzten drei Spielen aus 9 möglichen Punkten 3 geholt, ja. Verdammte Scheiße, wenn Eintracht Frankfurt nicht so dumm gewesen wäre die Saison und gegen Bochum, dieses Spiel werde ich nie vergessen, Punkte liegen und andere Spiele, dann, Mann, ja, und dass wir jetzt überholt wurden von Union und Dings. Ey, man muss schon sagen, also da gibt es Mannschaften, die gerade richtig hardcore performen, aber keine Sorge, wirklich, also bis auf mich, lügt nicht. Ihr wisst genau, ich bin der Einzige, der geglaubt hat an Punktgewinn von Eintracht Frankfurt. Ihr dachtet alle, wir verlängern die Bayern. Hat doch kein Mensch geglaubt, dass Eintracht Frankfurt einen Punkt holt gegen die Bayern. Das ist ein Punkt mehr, als bei uns kalkuliert wurde und vielleicht können wir den gegenrechnen irgendwann mal, ja. Die anderen müssen ja auch jetzt gegen die Bayern spielen, aber das momentan macht es eher sogar Spaß, weil die Bayern nichts drauf haben, ja. Eintracht Frankfurt, ich sage es vor noch vor dem Spiel, Mann, du musst offensiv spielen, du musst die hinten reindrücken, du musst die kaputt machen, nein, du musst die zerquetschen, genauso wie das Ende vom Spiel war. Aber nein, Eintracht Frankfurt fängt an, wieder mal Respekt vor dem Bayern, stellen sich hinten rein, versuchen dann nur auf Konter zu spielen, hat nicht so gut funktioniert, ich weiß nicht warum, man hat nicht so den Zugriff bekommen und dann auf einmal so ein typisches Bayern-Kack-Tor, irgendwie der Ball, irgendwas, der kommt da, was an die Grundlinie da, der flankt da rein und irgendwie kommt diese Schlagsahne da zum Schuss. Und das Ding geht rein, ich weiß nicht, was wo die Verteidiger standen, also, da waren irgendwie gefühlt 3 Spieler frei von Bayern, alle standen irgendwie ums Tor herum, ja, blöd gelaufen, das Ding geht rein und du denkst, scheiße, ja, aber. Okay, also, lieber Schreiber, ja, ich sehe doch, dass sie, also, es tut mir sehr leid, ja, hier sind nur 2 Leute. Einer ist Eintracht-Fan, sie sind leider Fan von diesem Drecksverein und ja, und ich zähle 4-mal so viel wie ihre Stimme, ja. Wenn sie gehen wollen, gehen sie, ja, aber weinen sie nicht später in WhatsApp, ja, weinen sie nicht, lieber Schreiber, ja. So, nichtsdestotrotz, lieber Schreiber, Sie können jetzt gerne teilnehmen an dieser Diskussion, aber hier gelten Frankfurter Regeln. Ja, dieses Bayern, München, mir sind mir, das ist weg hier. War kurz weg, was habe ich verpasst? Sie haben verpasst, lieber Schreiber, wie das Schiedsrichtergespann heute Ihnen ein Tor geschenkt hat. Denn, ich war ein bisschen abgelenkt, ich habe es gar nicht so mitbekommen, aber dann in der Halbzeitpause, verdammte Scheiße, in der Halbzeitpause habe ich gesehen, ja, sorry, ich war wirklich leider abgelenkt beim Spiel, auf einmal sehe ich, wie, wer war das? Ich habe vergessen, welcher Bayern-Spieler das war. Wie der rennt. Und da rennt Buta. Und wie er den Buta in vollem Lauf einfach umnietet, an ihm vorbei rennt. Buta noch im Lauf, macht noch den hier. Was soll das, lieber Schiedsrichter? Was soll das, ja? Also bitte. Und auch hier, ja, der hat ihn einfach eiskalt, einfach gefoult. Dann ging das Spiel erstmal weiter und so ist das Tor entstanden. Aber das ging dem Tor voraus. Und dann, zu Recht, lieber Schreiber, hier ist gar nichts zu Recht. Es war ein eindeutiges Foulspiel. Und wenn dann, diese scheiß Kommentatoren sich da hinsetzen, man kann es pfeifen. 2-mal kann man etwas pfeifen schon gegen die Eintracht oder also für die Eintracht und man macht es nicht. Aber man kann es ja, aber man macht es nicht, ja? Das ist Quatsch. Es ist absoluter Quatsch. Nicht einmal kann Eintracht Frankfurt, die beste Mannschaft der Welt, lieber Schreiber, nicht ihr Kack-Bayern, fair behandelt werden in einem Spiel gegen Bayern München, um sich auf Augenhöhe zu messen. Denn nichts anderes ist Bayern München heutzutage. Ja? Sie wissen es am besten. Sie wissen es am besten, lieber Schreiber, weil Sie waren live dabei, als ich die letzten 2 Wochen wegen Ihrem Scheißverein bei Tipico sehr viel Geld nicht gewonnen habe. Ja, verdammte Scheiße, ich hasse Ihren Verein. Ich hasse Ihren Verein einfach abgrundtief. Ich mag Sie, Sie sind sehr, sehr nett, Herr Schreiber. Ja? Aber Ihr Verein, das ist einfach eine Zumutung. Ja? Bitte ändern Sie das. Victor 1907 schreibt, Fehlentscheidung hätte man abpfeifen müssen. Natürlich hätte man das abpfeifen müssen. Der Torwart, eigentlich hätte Bayern schon ohne Torwart spielen, also zu 10 spielen müssen, dann wäre, was weiß ich, wäre da ins Tor gegangen, wäre von Bayern, ja. Und dann hätte das kein Tor sein dürfen.
Ich war kein Bayern-Fan die letzten Wochen. Nur wenn ich auf Bayern tippe und Geld setze auf Bayern, dann kann ich über meinen Schatten springen und 90 Minuten hoffen, dass Bayern gewinnt. Ja? Das heißt nicht, dass ich Bayern-Fan bin. Ich wünsche ihnen den Abstieg, den Lizenzentzug. Ja? Genauso wie Oliver Kahn habe ich gelesen, den Führerscheinentzug wünsche ich Bayern den Lizenzentzug. Ja? So, jedenfalls, einfach Tor. Einfach rote Karte nicht gekriegt. Und auch noch unrechtmäßiges Tor gegen die Eintracht. Hallo? Ich habe 7 Zuschauer. Das ist, neuer Rekord. Es ist neuer Rekord, ja. Das ist sehr toll. Das gefällt mir sehr gut. Ja, weiter. Holt, weckt mal eure Eltern. Ihr seid bestimmt noch kleine Kinder. Geht mal jetzt ins Zimmer von euren Eltern, weckt die und sagt, die sollen den Stream hier einschalten. Verdammt Scheiße. So, also. Unglaublich. Unglaublich, wie Eintracht Frankfurt benachteiligt wegen diese Lederhosen-Scheiße da, ja. So, dann Halbzeit. Verdammte Scheiße. Erstmal klarkommen. Und dann geht es weiter. Irgendwas muss passieren. Wir müssen reagieren. Erstmal spielen wir so weiter. Aber dann, wie gesagt, ich war ein bisschen abgelenkt auf einmal. Ich sehe so auf dem Feld, Kamada ist da. Boré kam rein. Und Jakic kam irgendwann rein. Und so. Und auf einmal, also wirklich, Trapp hat ja nichts zu halten noch. Trapp hat ja auch nichts zu halten, weil Bayern ist einfach, ja, es sah schon so, ja, die haben da schon ein paar Angriffe gemacht und hin und her, so, aber im Endeffekt hat der Trapp nichts zu halten. Ein Schuss aufs Tor, so ein typisches Kacktor hat Bayern wieder geschossen, was gar kein Tor war. Philipp schreibt, deutscher Meister mit nur die SGE. Mann, das sind doch Kommentare, die ich hier lesen will, ja. Wie haben sie das gemacht, dass ihr Kommentar so wunderschön aussieht, ja? Das gefällt mir, der ist so pink umrandet. Oder heißt es, weil sie zum ersten Mal gechattet haben? Das gefällt... Lieber Mullaboy, lassen Sie gefälligst als Bayern-Fan hier meine Abonnenten in Ruhe. Meine Abonnenten haben meinen persönlichen Schutz, ja? So ist es, ja? Lieber Mullaboy, ja? Also, nichtsdestotrotz. Bayern war scheiße, ja? Bayern ist keine Mannschaft. Lieber Mullaboy, geben Sie mir recht oder geben Sie mir nicht recht in der Annahme? Einspruch, sage ich. Einspruch vor Gericht mit Ihrem Quatsch, den Sie hier schreiben. Geben Sie mir recht oder nicht, dass Ihre Mannschaft keine Mannschaft ist? Ihre Mannschaft sind einfach irgendwelche Instagram-Models, ja? Oder die gerne Fotoshootings machen. Richtig für heute. Danke, danke, so ist das, ja? Aber hat Bayern München nur heute 1:1 gespielt oder die letzten 3 Spiele, lieber Mullaboy? Liege ich recht in der Annahme, ja? Habe ich recht oder nicht? Sagen Sie es, habe ich recht oder nicht? Bayern ist am Abkacken. Bayern spielt wie die deutsche Nationalmannschaft. Die können nichts. Das ist keine Mannschaft. Die haben keinen Bock zu spielen, ja? Das sind irgendwie Einzelspieler. Selber Klappe, lieber Mullaboy. Das sind Einzelspieler, die einfach ihre Arbeit, das Nötigste, abspulen und fertig. Weil, warum? Die haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Ja, Trapp hatte nichts zu halten, außer dieses unrechtmäßiges Kacktor. Und dann geht es weiter und auf einmal Eintracht Frankfurt fängt an zu spielen. Gefühlt in der 60. Minute den ersten Angriff, wo du dir denkst, verdammte Scheiße! Wir wissen doch alle, was ihr drauf habt. Warum zeigt ihr es erst in der 60. Minute? Das gibt's doch nicht, ja? Und dann, guter Angriff, hat nicht geklappt so, aber dann kam der Randle. Dann hat Eintracht Frankfurt den Randle rausgelassen, ja? Und wenn Eintracht Frankfurt die Randale rauslässt, ja, dann hat keine Mannschaft, hat niemand auf der Welt was noch zu melden, wenn die Randale aus Frankfurt kommen, losgehen, ja? Denn der Randal aus Frankfurt ging los, und zwar wie Kamada, der wunderbare Pass, mir ging gerade so ein Blitz durch den Körper, so schon wunderschön war das. Ein wichtiger Punkt von FCB im Kampf für den Abstieg. Ey, Philipp, Sie werden hier langsam mein Lieblingsabonnent hier. Die Hinrunde haben wir auch so eine Phase gehabt, dann lief es wieder. Warte, haben wir in Frankfurt nicht 6-1 gewonnen? Lieber Herr Mullaboy, ja? Sie haben in Frankfurt 6-1 gewonnen, weil Eintracht Frankfurt zu dem Zeitpunkt noch im Urlaub war. Das, was Sie da gespielt haben, das war nicht Eintracht Frankfurt, ja? Eintracht Frankfurt haben Sie heute gesehen, in Ansätzen, ja? Und wären wir fair behandelt worden, hätten Sie das Spiel zu 10 beendet, mindestens, und ohne geschossenes Tor. Anderen Angriff haben Sie nicht gespielt und uns hat eine Chance gereicht, um ein Tor zu machen. Mehr müssen wir uns auch nicht anstrengen, weil Bayern München momentan nichts anderes, nicht mehr Bayern München ist wie früher, ja? So. Okay, das ist ja kompliziert, dieses Twitch. Ihr schreibt hier die ganze Zeit, ich kann nicht reden und lesen. Ich bin so multi-untaskingfähig wie dieser Stift hier, verdammte Scheiße. Okay, also ich muss erstmal weitermachen, so, ja. Jedenfalls, dann haben die Randale losgelassen. Kamada Pass, Randle einfach
Wie kann man das beschreiben? Es ist unbeschreiblich, was er damit, wie er sich bewegt und dann knallt er das Ding da rein. Das ist 1-1 und kannst es dir gar nicht vorstellen, das 1-1, ja. Und dann war vorbei. Und dann war Bayern abgemeldet und Eintracht Frankfurt, Mann. Oh Mann. Und dann Eintracht Frankfurt gedrückt. Auf einmal Bayern hat sich hinten reingestellt. Bayern kann gar nichts. Bayern kann nichts. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Drück Bayern ein hinten, mach ein Tor und die drehen durch. Das, guckt euch das Video an, verdammte Scheiße, auf YouTube, was ich gemacht habe heute, ja. Bayern war vorbei, ja. Und dann Eintracht drückt und drückt und drückt. Oh Mann. Und dann kurz vorm Ende, wie dieser Pass da in die Mitte kam und alle rutschen an dem Ball vorbei und keiner kann ihn über die Linie drücken. Ich bin ausgerastet, verdammte Scheiße. Und ja, am Ende muss man einfach sagen, Bayern unverdient ein Punkt, wie Philipp hier gerade richtig angemerkt hat, gegen den Abstieg. Ja, ein wichtiger Punkt für den FCB im Kampf für den Abstieg, ganz genau. Und ein unverdienter, sehr, sehr, sehr glücklicher Punkt. Ja, es interessiert mich nicht, dass Bayern in der ersten Halbzeit alle bessere Passquote hat, Zweikämpfe, wen interessiert es? Am Ende des Tages, verdammte Scheiße, interessiert keine Sau, ja? Bayern München ist einfach nicht der Rede wert. Auch wenn ich schon 20 Minuten darüber rede, ist nicht der Rede wert. Und Eintracht Frankfurt hat mit Pech nur einen Punkt aus München mitgenommen, verdient wären drei, weil wir mal wieder verpfiffen wurden. Verpfiffen, von vorne bis hinten. So, okay, das sehr gut, schreibt weiter, aber ihr seid richtig heftig. Ey, Tom Hooley! Ich habe keine Ahnung, wer Tom Hooley ist, aber vor einer Minute wurde ich abonniert von Tom Hooley. Kennt ihr, wenn ich noch nicht so... Ich weiß, ich bin noch neu bei Twitch. Ja, ihr müsst mir das blöde Tastatur. Ja, finde ich auch. Tom Hooley. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe ihm recht. Ja, blöde Tastatur. Ja, kann man mal sagen. Ja. Kennt ihr das? Wir machen das andere. Da kommen immer so Geräusche und so ein Scheißdreck, ja. Das muss mir jemand von euch erklären oder ich muss das lernen, dass ich das auch mache. Wenn ein neuer Abonnent kommt, dass so Geräusche reinkommen und so ein Scheißdreck und das alles hier so bebt und so Glitzer fällt und so, ja. So, ja, Follow und abonnieren, hör mal auf hier. Also, Herr Mullerboy, ich kann ja verstehen, ja, wenn man Fan von Bayern München ist, seit einer Woche besonders, ja, wenn man Fan ist, dann hat man schlechte Laune, ich verstehe das, ja, sie müssen jetzt nicht alles schlecht machen, okay, da sind's nur Follower, okay, Abos gibt's erst später, definitiv gibt's die Abos später, warum machen wir den Quatsch hier so, ja, nichtsdestotrotz, Bayern München, unverdient, ein Punkt mitgenommen gegen Eintracht Frankfurt, verpfiffen wurden wir, aber egal, wir sind wieder mal Sieger der Herzen bei Bayern, sorry. Ja, ich kenne hier Herr Mullerboy und da war eine Dame im Chat, in den Kommentaren bei YouTube. Das war's, das sind die einzigen Bayern-Fans, die ich jemals gesehen habe, ja. So, Bayern mag einfach niemand, das ist einfach die Wahrheit, Herr Mullerboy, ja. Sie sind damit sehr einzigartig, ja, sie sind ein Unikat und sehr besonders. Das ist top auch, ja. Und, aber die Wahrheit ist, Bayern mag niemand und Eintracht ist Sieger der Herzen mit einem 1-1, ja. Ganz einfach. So, liebe Leute, ja. Das war's zum Spiel. Was soll man dann noch sagen? Ja. Wenn ihr jetzt noch was zum Spiel sagen wollt, dann werde ich das vorlesen und darauf eingehen. Ansonsten werde ich Stopp drücken und dann sofort weiter streamen, weil wir da noch über Tipico und andere Sachen reden. Und das werden wir dann auf YouTube laden, damit die anderen blöde Menschen, die das nicht gucken hier live, das morgen gucken können, ja? Tom Hooley, ich wollte sagen, ich habe ihn applaudiert, weil sie gefollowt haben. Ja, ich kann noch keine Geräusche machen, aber ich habe ihn jetzt applaudiert. Das kam von Herzen, ja? So, also. Ich lasse euch jetzt noch eine Minute Zeit oder zwei, hier irgendwas reinzuschreiben, eine Frage zu stellen oder eure Meinung zum Spiel zu äußern oder ich habe 9 Zuschauer. Wo kommen 9 Zuschauer her? Das ist ganz formidabel. An alle Zuschauer, die jetzt neu dabei sind, ich habe gerade sehr viel geredet. Was ich geredet habe, das habt ihr verpasst. Was soll ich sagen? Ja? Aber ihr habt jetzt eine Chance, hier was in den Chat reinzuschreiben und dann werde ich das vorlesen. Ihr könnt der Welt eure Meinung mitteilen und dann werden wir das tun. So, zeig mal den Pulli bitte. Hier. Dieser Pulli ist das Beste, was es gibt. So. Ja. Spirit of Medellin. Beste Pulli, was es gibt auf der Welt. Ich sag euch, dieser Stoff, wirklich. Ihr habt noch nie etwas Besseres in eurem Leben angefasst. Ey, Herr Müller, Boy, wirklich, auch wenn sie Bayern-Fan sind, aber in dieser Hinsicht sind sie ein sehr guter Mensch, denn sie haben absolut recht, das ist ein wunderschöner Pulli, es ist der schönste, beste Pulli der Welt und dieser Stoff, das ist
Originale Pima-Baumwolle. Hundertprozentige Pima-Baumwolle, ja. Diese Baumwolle wächst nur auf einer... Es ist wirklich so. Ich will jetzt kein Teleshopping machen, aber ich muss es einfach, ja. Diese Baumwolle wächst nur auf einer kleinen... Ey, das ist... Ach, fuck. Ich lade das ja auf YouTube runter. Sonst hätte ich ja gesagt, verfickten Plantage. Ja, aber das darf man ja nicht sagen, weil auf YouTube... Twitch weiß ich nicht. Werde ich auch bei Twitch gesperrt, wenn ich so Wörter sage. Aber egal, wir machen es ja mal. Dieser Stoff wächst nur auf einer verfickten Plantage in Peru. Ja, es ist, Peru ist irgendwo dort, ja, im Süden von Amerika, und also Südamerika, Mensch, und es ist so ein kleines Plantage, und nur dort gibt es diese Pima-Baumwolle, und das ist von dort, ja, und dann kommt diese Baumwolle, läuft nach Kolumbien, Medellin, von Pablo Escobar, und da wird die zusammengenäht, jedes Stück einzeln in Handarbeit, da steht sogar im Pulli, müsste sogar irgendwo, hier. Okay, ich finde es gerade nicht, aber im Pulli drinne ist sogar ein Etikett, wo drauf steht, wie die Schneiderin hieß, die das zusammengenäht hat. Das ist wunderbar. Wo kann ich so einen Pulli bekommen? Lieber Mula, Boy, in YouTube unter meinen Videos ist ein Link. Ja, aber ich kann Ihnen auch gerne hier einen Link reinschreiben. Kann ich hier Links reinschreiben? Moment, www.spiritof.com. Das ist der Spirit of Medellin. Spirit of Medellin. Punkt. Geht es? Geht, wunderbar, ja. Da ist der Link. Habe ich reingeschrieben. Da kriegen Sie, das ist unglaublich, beste Qualität, was es gibt. Wirklich, das müssen Sie mal getragen oder angefasst haben zumindest. Dann wird Ihnen ganz schummrig im Herzen, ja. So. Liebe Leute, hier ist, cool, danke, muss ich mal abchecken. Auf jeden Fall, das freut mich sehr zu hören. Checken Sie das ab, das ist das Schönste, was es gibt, ja. So. In dem Sinne werde ich jetzt mal hier das Video beenden. Einfach nur, damit ich Schluss habe und dann bei YouTube hochladen kann. Und dann reden wir jetzt über Tipico, wie heute mein Tipico-Tag war. Und ich hoffe, ihr habt auch Tipico gespielt. Und wir werden jetzt zusammen dann noch was spielen. Ich muss mir angucken. Wir gucken uns an, was wir morgen spielen bei Tipico. Ich werde den Stream beenden machen. Wenn ihr abhaut, bringe ich euch um. Wartet jetzt, ja? So.